Heute zeige ich dir 5 Fehler, die ich beim Vocals abmischen oft sehe und natürlich auch, wie du sie vermeiden kannst. Los geht's! Auf deine Lead Vocals oder auf deine Hauptgesangsstimme solltest du beim Mixing immer ein besonderes Augenmerk legen, denn das ist das Element, das auch der Laie, also jemand, der gar nicht in der Musikproduktion arbeitet, am besten beurteilen kann und wo er am besten merkt, wenn irgendwas nicht hinhaut, wenn zum Beispiel die Sprachverständlichkeit nicht hinhaut oder wenn zu viel Hall drauf ist und er kann nicht mehr jedes einzelne Wort verstehen oder wenn sie unangenehm spitz oder kreischig klingt, ja. Wenn deine Bassdrum ein bisschen zu leise ist oder deine Snare Drum ein bisschen zu stark komprimiert ist, wird er unter Umständen gar nicht merken, aber jeder Mensch ist, wenn es um eine Stimme geht, selber Profi und deswegen musst du schauen, dass deine Gesangsstimme, dass da immer alles passt und deswegen zeige ich dir jetzt 5 Fehler, die ich sehe, die öfter gemacht werden. Fangen wir gleich mal an mit Fehler oder Problem Nummer 1, das ich oft höre, wenn es ums Vocal Mixing geht. Wir hören mal kurz rein. We can blow out the fading flame and you can take. Was du jetzt hörst, ist, sie singt gut, da ist alles in Ordnung. Du hörst Atemgeräusche, die jetzt im Mix, die man zwar hört, das hört sich noch relativ natürlich an. Und das fällt weiter nicht auf, weil beim Singen atmet man, das ist auch bei einer Live-Performance so. Es fällt jetzt zunächst mal nicht so schlimm auf. Aber wenn jetzt die Effektkette dazukommt oder die Signalkette komplett dazukommt, das heißt, wenn du deine Vocals nachher mit EQ bearbeitest, mit Kompression, wenn du Hall dazugibst, dann passiert Folgendes. Diese Geräusche, gerade durch eine Kompression, werden lauter, also deine Atmer werden lauter, weil gerade ein Kompressor macht ja nicht nur laute Signale leiser, sondern er holt eben auch leisere Geräusche nach vorne. Und ich schalte die jetzt mal zu und dann wirst du hören, wie im Gesamtmix die Atmer auf einmal sehr, sehr auffallen. Hört man die Atmung sehr, sehr laut jetzt und deswegen ist es wichtig, dass du deine Vocals, bevor du sie mit Effekten bearbeitest, editierst. Das heißt, dass du die Atmung rausschneidest und eventuelle Störgeräusche. Es kann ja auch ein Trittschallgeräusch sein oder du hörst irgendwie aus dem Regieraum was. Gerade bei solchen Stellen jetzt hier, wenn sie leise sind, wie du jetzt hier siehst, nimmt das Mikrofon trotzdem auf, wenn kein Noise Gate drauf ist und da können, Störgeräusche drauf sein, die nach der Kompression zum Beispiel im Mix stark nach vorne kommen. Wenn ich jetzt hier meine Atmer leise haben möchte, dann mache ich hier einfach, kann ich es über Automation machen, ja. Das heißt, ich könnte jetzt hier in Automationsmodus gehen und könnte dann an den Stellen, wo ich sehe, sie atmet, könnte ich die Atmer dann leiser ziehen, ja. Das ist mir persönlich allerdings zu kompliziert und dauert mir zu lange, deswegen verwende ich ein Plugin, das Deep Breath heißt und das macht das automatisch. Ja, wenn ich jetzt also hier reingehe und aktiviere dieses Plugin Deep Breath, dann nimmt er mir die Atmer automatisch raus. Ich lasse gerade mal laufen. We can blow out the fading flame and you can take the New England Hast du, hier siehst du jetzt, dass er die Atmer hier automatisch leiser macht und hier bei diesem Plugin kannst du dann noch einstellen, wie schneller die Atmer leiser machen, die Atemgeräusche leiser machen soll, wie starker die Atemgeräusche leiser machen soll und so weiter. Das wäre also das erste Problem, der erste Fehler, der gemacht wird. Es wird nicht ordentlich editiert. Das ist ein ganz großes Problem und das richtige und gewissenhafte Editieren ist einfach eins der Geheimnisse von sauberen, professionellen Gesangsaufnahmen. Fehler Nummer 2 ist das zu starke Anheben im Höhenbereich. Ich mache gerade mal hier Channel EQ an, weil du es da besser sehen kannst. Es wird auch in vielen YouTube-Tutorials wird geraten, hey, heb den Gesang so ab 8000 Hertz in den Höhen ein bisschen an. Das gibt Air, also zu Deutsch Luftigkeit, gibt mehr Durchsetzungsvermögen und macht die Stimme schön samtig weich und luftig. Und weil wir das im YouTube-Tutorial so gesehen haben, probieren wir das jetzt einfach mal. Vielleicht auch erstmal solo. Out the fading flame and you can take the New England lake you go to. Ich habe jetzt mal stark übertrieben. Aber gehen wir mal hier so ab 8000 Hertz, geben wir mal ordentlich was dazu und lass uns jetzt mal im Mix laufen. You can take the New England lake.
Du hörst also, wenn ich das hier anhebe, hörst du so was Schönes, Hauchiges in der Stimme und sie klingt besser und klingt ein bisschen edler. Das Problem an der Sache ist, dass das übrigens nicht nur bei Vocals, sondern bei vielen Instrumenten, zum Beispiel gerade auch bei Pianos oder auch Akustikgitarren, klingt das im ersten Moment meistens immer besser. Wenn du um die 8000 oder auch 6000 Hertz teilweise anhebst, dann klingt das irgendwie ein bisschen nobler, ein bisschen professioneller. Das Problem bei solchen Anhebungen ist, dass wenn das jetzt den ganzen Mix so bleibt, kannst du genau das Gegenteil davon erreichen, und zwar, dass deine Stimme, dass deine Lead Vocals unangenehm aufdringlich klingen. Also wenn du hier zu stark anhebst, ich übertreibe nochmal. Ja, im ersten Moment, die ersten paar Sekunden klingt das immer cool, aber so, ich habe es natürlich auch ein bisschen übertrieben. Wenn das so den ganzen Mix so ist, dann klingt das irgendwie ein bisschen aufdringlich, wie wenn jemand sich mit dir unterhält und stellt sich zu nah an dich hin und quatscht dir ständig ins Ohr und dir ist das unangenehm. So ungefähr ist dieser Effekt da. Deswegen sei mit Anhebungen im Höhenbereich bei Vocals immer vorsichtig, und wenn sich das besser anhört im ersten Moment, fahr vielleicht einfach mal die Hälfte zurück, damit fährst du immer ganz gut. Und probier's mal dann und hör auch wirklich, wenn du den Song 2-3 Minuten anhörst, ob dir das nicht doch auf die Nerven geht. Und damit kommen wir zum dritten Fehler, der oft gemacht wird, und das sind falsch eingestellte Attack-Zeiten beim Kompressor. Die Attack-Zeit ist die, und die bestimmt, wie schnell es braucht, bis der Kompressor in die Kompression fährt, in die voreingestellte Kompression fährt. Übrigens hier noch ein kleiner Hinweis, ein Gerücht, das sich hartnäckig hält, ist, dass die Attack-Zeit bestimmt, wie lange es dauert, bis der Kompressor tatsächlich greift. Also in diesem Fall würde er jetzt 10 Millisekunden warten nach dieser Erklärung, bis er in die Kompression fährt. Das ist falsch. Ja? 10 Millisekunden bedeutet, wie lange er braucht, um in die volle Kompression reinzufahren, die eingestellt ist. Ne? Und nicht ab wann er reagiert. Okay, sondern wie schnell er reagiert. Ne? Gut, also wir hören uns mal den Kompressor jetzt einfach an. Wie er arbeitet. And you can take the new... Okay, das hört sich so ganz gut an, der Kompressor. Und was ich jetzt mal mache, ich gehe mal hier in dieses Metering hier rein. Jetzt drehe ich die Attack-Zeit nach unten. Ich stelle die Attack-Zeit zu kurz ein und dann pass mal auf, was dann passiert. We can blow out the fading flame and you can take... Jetzt klingt der Gesang sehr, sehr komisch und sehr, sehr dumpf. Und du siehst auch, dass der Kompressor hier sofort runterregelt, wenn sie anfängt zu singen, weil ich habe überhaupt keine Attack-Zeit festgelegt. Das heißt, er schaltet sofort die Kompression ein, er fährt sofort die Kompression ein, wenn sie den Schwellwert überspringt. Und dadurch klingt der Gesang matt und dumpf, weil ich die Transienten zusammenmatsche, also die Erstimpulse ihres Gesangs, ihrer Wörter. Und dadurch klingt der Gesang, wie gesagt, matt und glanzlos und ein bisschen schwach auf der Brust. Hör mal zu, wie das Leben praktisch wieder in die Lead Vocals zurückkommt, wenn ich jetzt die Attack-Zeit wieder zurückfahre. Also langsamer fahre, ne? We can blow out the fading flame and you can take the New England lake you go to. Wieder zu kurz. I'll settle with the southern land. It just happens that I had ever really known you. Okay, deswegen passt da sehr gut auf, dass die Attack-Zeit nicht zu kurz ist. Wenn die Attack-Zeit zu lang eingestellt ist wiederum, dann verschläft er die Transienten. Ja, dann verschläft er seinen Einsatz und komprimiert zu spät, sodass du von der Kompression gar nichts hörst und die Kompression nicht so verläuft, wie du sie haben möchtest. Aber wenn die Attack-Zeit zu kurz eingestellt ist, klingt dein Gesang matt und saft- und kraftlos. Damit kommen wir zum nächsten Problem, das ich oft sehe, und das ist zu viel Hall. Das passiert gerade jetzt bei Anfängern relativ oft, die noch nicht so lange mischen. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass wenn man das erste Mal so einen Hall einsetzt, dass es einfach irgendwie cool klingt. Ja, das klingt toll. Und wenn ich jetzt hier den Hall einsetze, der ist hier in dem Fall auf Bus 4. Das ist einfach eine Vocal Plate von Chroma Verb Logic. Für alle Logic-User experimentiere ich gerade, klingt sehr cool. Dann mache ich jetzt mal diesen Hall, schalte ich mal zu, mache ich jetzt auch mal Solo. Maybe we could find a way.
Ja, klingt gut jetzt im Moment. Ja, ich habe jetzt hier 2,2 Sekunden. Ich würde vielleicht eher so auf 1,8 gehen. Und das ist ganz gut jetzt für diesen Gesang, weil er sich in der Tiefe mit den Instrumenten verbindet. Das kann jetzt hier helfen. Ist für so ein Instrumentalstück vielleicht jetzt fast schon ein bisschen lang, aber ist okay zunächst mal, ne? Also, und was jetzt passiert oder was ich jetzt oft höre, ist, dass einfach der Gesang im Hall ersäuft. Einfach zu viel des Guten. Ja, wenn wir es jetzt mal mit Band machen. Maybe we could find a way. Ich sehe das oft auch, wenn ich 1:1 Coachings mache. Es finden, gerade wie sei Anfänger, finden es halt auch cool, wenn man den Hall so hört und es klingt erstmal toll. Aber es ist einfach so, dass der Hall, dass dein Gesang dann im Hall absäuft und du verstehst kein Wort mehr, ja. Deswegen vorsichtig sein, den Hall vielleicht sogar zum Songtempo synken. Da habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht. Das verlinke ich nachher noch. Und deswegen immer vorsichtig sein mit dem Hall. Du möchtest erstmal Räumlichkeit erzeugen und vielleicht im Refrain dann wieder eine längere Hallfahne haben als Effekthall. Aber pass auf, dass du deine Vocals nicht im Hall absaufen lässt, weil ansonsten macht es keinen Spaß mehr, dazu zu hören. Das hört sich so an, wie wenn der Sänger ertrinkt. Und das wollen wir ja alle nicht. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Problem und das ist keine Automatisierung der Effekte. Auch wieder ein Problem, das ich oft sehe, ist, dass zum Beispiel bei dem anderen Effekt, nämlich beim Delay, dass das nicht automatisiert wird. Denn so ein Delay kann ja an einer Songstelle ganz gut klingen, zum Beispiel im Refrain, wenn ich jetzt hier mehr Größe für meine Vocals will, und kann dann aber an einer anderen Stelle irgendwie nicht mehr gut klingen. Ich habe jetzt hier ein Delay, das ist einfach ein, na? Das ist einfach eins, ein Stereo-Delay, links und rechts ein bisschen verstellt. Das habe ich jetzt hier eingeschaltet und das passt jetzt hier beim Refrain ganz gut, ja. Blow out the fading flame and you can take the New England lake you go to. I'll settle with the southern lands just happenstance that I. Du hörst, dass das Delay sehr angenehm jetzt hier ein bisschen hin und her wabert. Und was ich jetzt gerade feststelle, ist, ich habe beim Schritt 1 vergessen, einen De-Esser einzusetzen. Der gehört nämlich auch noch zu einem guten Editing. Das mache ich jetzt noch kurz. Auch einen De-Esser solltest du immer einsetzen, denn sie hat hier recht prägnante S-Laute. Es ist nicht ganz so schlimm, aber mir ist das hier bei dem Delay-Einsatz gerade aufgefallen, dass das dann recht prägnant rüberkommt. Deswegen auch nochmal zum Editing. Beim Editing fällt dir das unter Umständen gar nicht so auf. Wenn aber Effekte dazukommen, werden solche Geräusche, siehe jetzt, bestes Beispiel, dann eben einfach auch lauter. Machen wir das noch ganz kurz. Schalte es hier nochmal aus alles, dann stellen wir den kurz ein, De-Esser. Flame and you can take the New England lake you go to. I'll settle. Lassen wir es mal so. Okay, also nochmal Delay an jetzt. Blow out the fading flame and you. Okay, das ist also so eine schöne Delay-Fahne, die ein bisschen mehr Größe im Refrain jetzt gerade gibt. Was viele jetzt aber machen ist, sie stellen das Delay so ein im Chorus und lassen es dann aber den ganzen Song durchlaufen. Und wenn wir jetzt mal in Vers gehen. We don't need them anymore. Mach's mal lauter. Jetzt klingt es nervig, ja. Das könnte man jetzt zum Beispiel machen, wenn man es auf ein Wort laufen lässt, dass man es als netten Effekt hat, dass so eine kleine Delay-Fahne auf ein bestimmtes Wort hinterherkommt. Wenn ich das jetzt aber im ganzen Vers anlasse und habe, gerade wenn sie hier immer so Pausen hat, wenn ich hier im ganzen Vers dann praktisch dieses Delay-Gewaber habe, bei jeder Wort, bei jeder Passage, dann ist es nicht mehr nett, sondern dann geht es tierisch auf die Nerven einfach nur. Und deswegen solltest du das Delay automatisieren. Das ist von DAW zu DAW jetzt verschieden, aber wenn ich hier in den Automationsmodus reingehe und jetzt hier mein Delay einfach reinschreibe oder die Automation reinschreibe, dann kann ich jetzt zum Beispiel vor dem Chorus das Delay jetzt abschalten und kann es jetzt einschalten, automatisiert.
wenn der Chorus kommt. Ja, mache ich jetzt mal. Einfach hier direkt reinmalen. Schalt zu. Du hörst jetzt hier das Delay, das habe ich jetzt hier zugeschalten, automatisch. Das hier siehst du die Automationsspur und ich kann es dann hier einfach wieder abschalten. Ups, falsch rum. Ich kann es dann hier wieder abschalten. In den Versen ist es dann aus und müllt uns nicht mehr unsere einzelnen Wortpassagen zu. Also hier gibt es einige Fehler zu machen. Ganz besonders wichtig oder das wichtigste Element überhaupt beim Vocal Mixing ist aber die Bearbeitung mit dem Equalizer. Und wenn du hier ein bisschen unsicher bist beim Equalizer einstellen für deine EQs, dann habe ich dir ein PDF vorbereitet, wie du deinen Equalizer in 5 Schritten für deine Lead Vocals ganz einfach einstellen kannst. Das kannst du dir runterladen, habe ich im ersten Kommentar angepinnt. Wenn du wissen möchtest, wie du ein Hallgerät optimal einstellst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da zeige ich dir, wie du das für den Gesang und auch für andere Instrumente machst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder über neuen Abonnenten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!